Im gleichen Moment, in dem die Bilder eben kurz einfach präsentiert werden. Herr Professor Norbert Mrotsch ist so freundlich, ein paar einführende Worte zu sprechen. Er war Zeuge seiner Zeit in den 70er Jahren der Entstehung dieser Bilder, die ich als junger Student gemacht habe. Und Herr Professor Mrotsch war damals Redakteur, freier Redakteur unter anderem bei der Mütterschen Zeitung. Und hat damals diese Ausstellung, die bei dem Professor Pan Walter, bei dem ich auch studiert habe, hier in Dortmund, begleitet und einen Artikel geschrieben in der Mütterschen Zeitung. Und darauf wird er gleich nochmal eingehen. Die Bilder werden heute nur kurzfristig gezeigt, also präsentiert, und verschwinden dann wieder im Archiv. Es handelt sich auch heute nicht um eine wie auch immer geartete Verkaufsausstellung. Das ist heute überhaupt kein Thema, sondern die Bilder werden einfach gezeigt als Besonderheit. Ich selber bin als Künstler nicht die richtige Person, das jetzt weiter zu kommentieren. Das müssen andere Leute machen. Ich will noch einen kurzen Satz sagen. Ich habe damals als junger Student, als ich 21 Jahre alt war, künstlerisch gearbeitet, ohne aber wirklich selber zu wissen, dass ich in dieser Schnittstelle eben zwischen Fotografie, bin ja von Hause aus Fotograf, und Malerei mich bewegt habe, und zwar innerhalb eines Mediums. Nicht etwa, so wie das der Malerfürst, ohne mich jetzt damit vergleichen zu wollen, Gerhard Richter 20 Jahre später gemacht hat, indem er Bilder übermalt hat, Fotografien übermalt hat, habe ich damals eben in diesem Chemogramm mit Hilfe von Chemie fotografische Bilder gemacht und gleichzeitig auch mit dieser Chemie gemalt. Soweit von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an Herrn Professor Mrotsch, der eine kurze Einführung in dieses Thema Chemogramme geben wird. Sie können mich alle hören, hoffe ich. Mhm. Okay. Wir haben es gedacht, dass passend zu dem Anlass, dass Bilder nach 40 Jahren plötzlich nochmal ausgestellt werden, der Text genauso behandelt wird, das heißt, ich lese ihn ganz kurz, der Text ist wirklich nicht lang. Was ich damals geschrieben habe und was am 12. Mai 1976 in der Münsterschen Zeitung erschienen ist. Ich habe für die Münsterschen Zeitung damals gearbeitet, um etwas Geld zu verdienen. Etwas ist richtig gesagt, man verdiente fast nichts, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich habe über Kunst geschrieben und über Musik, über die Musik bin ich auch eingestiegen. So. Das ist so lang und jetzt gehe ich mal ganz kurz einfach nur in eine Lesung. Die Überschrift war das Chaos als Grundthema. Chemogramme von J. Neumann in Pan Walters Galerie. Chemikalien und Fotopapier sind die Materialien, die bei den Ausstellungen in der Fotografikgalerie von Pan Walter eine große Rolle spielen. So auch bei den bis zum 31. August zu sehenden Chemogrammen von Josef Neumann. Der aus Rhein stammende Neumann ist Student der Fächer Fotografie und Film an der Fachhochschule Dortmund. Im Rahmen der Gestaltungslehre bei Pan Walter beschäftigte er sich mit dem Grundthema Chaos.
und seiner Visualisierung mittels Chemikalien. Die Ergebnisse überraschten Lehrer und Schüler und Josef Neumann begann sich zielstrebiger mit diesem Bereich der Fotografie zu befassen. Belichtetes oder bereits fixiertes Fotomaterial bildete die Grundlage, auf die dann mit Pinsel und Wattebausch Salze oder Säure aufgetragen wurden. Die Silberschicht reagierte darauf, können Sie alles hier noch verfolgen, mit vielfältigen Farben und Strukturen. Während die Blätter zu Beginn hauptsächlich vom Zufall bestimmt waren und durch eine während des chemischen Prozesses feucht gehaltene Oberfläche wie Aquarellorgien wirken, werden nun zudem vorhandene fotografische Bildteile in die Gestaltung eingezogen. Sie bilden den Rahmen für weitere Bearbeitung, die sich entweder im Falle eines Eierbretts mehr kolorierend oder bei einem Porträt mehr interpretierend gestaltet. Lassen sich im Bereich von Form und Struktur noch Entwicklungsmöglichkeiten erkennen, ist der Farbbereich durch die begrenzte Möglichkeit der Chemikalien bestimmt. Manche Farben lassen sich nur sehr schwer, andere gar nicht erzielen. Auch tritt durch längere Lichteinwirkung eine weitere Überarbeitung ein, die Farben verändern sich erneut. So legt Josef Neumann nun sein Hauptaugenmerk auf die erweiterte Steuerung von Form- und Strukturentwicklung. Die Blätter werden nicht insgesamt, sondern nur partiell entwickelt und bei Bedarf wiederholt überarbeitet. In Zukunft will sich der junge Fotograf verstärkt mit dem Porträt beschäftigen, weil sein Anliegen ist, dem fotografisch genauen Abbild eine zusätzliche, subjektiv gestaltete Komponente beizufügen. Das war's damals. In Münster gab es zu dem Zeitpunkt, was jetzt nicht mehr ist, sondern nur so aussieht, es gab zwei Zeitungen. Und zu dieser Ausstellung hat dann eine Woche später auch der Kollege der anderen Zeitung geschrieben. Und die Artikel sind ungefähr beide zu vergleichen. Sie sind beide positiv für die Ausstellung und den Künstler. In einem Punkt, und das erzähle ich ganz kurz, sind wir unterschiedlicher, zu unterschiedlicher Aussagen gekommen. Wenn ich gesagt habe, das wiederhole ich jetzt, lassen sich im Bereich von Form und Struktur noch Entwicklungsmöglichkeiten erkennen, ist der Farbbereich durch die begrenzten Möglichkeiten der Chemikalien bestimmt, manche Farben lassen sich nur schwer, einige gar nicht erzielen, sagt der Kollege, die Zahl der möglichen Farbzusammenstellungen und Formen im Sinne von Gewichtsverteilung wird durch den immer mitspielenden Zufall unermesslich. Die ausgestellten Werke vermitteln nur einen ersten Eindruck. Das heißt, bei mir war es eher gesagt, da sind Grenzen, der Kollege sagt, unermesslich. Den Rest kann dann die Geschichte tun. Ich habe noch zwei, drei kleine Anmerkungen vielleicht, über die wir auch schon etwas telefoniert haben. Zum einen ist das ein Feld, was in der Fotografie von sehr vielen Seiten bearbeitet worden ist. Und einige der bekannten, es gibt unendlich viele, aber einige der bekannten Leute sind zum Beispiel Man Ray, Laszlo Mohorny-Nagy oder auch Christian Schad, die sehr unterschiedlich damit gearbeitet haben. Es gibt solche Bilder, die nur durch Lichtanfall ohne sonstigen Eingriff entstanden sind. Und es gibt alle möglichen Verfahren. Und um diese Verfahren mal alle zusammenzufassen, gibt es auch zahlreiche kunstwissenschaftliche Texte. Ein anderer Lehrender, der war nicht in Dortmund, sondern in Bielefeld, Professor Gottfried Jäger, hat dann mal ein Bild geschrieben, was den Titel Bildgebende Fotografie hat. Ich fand den Titel eigentlich mal ganz spannend, weil er sagt, es gibt eine bildgebende und eine bildnehmende Fotografie. Die bildnehmende hat ein Gerät, schaut auf die Welt und dann nimmt sie ein Motiv raus, was später abgebildet wird. Bei der bildgebenden Fotografie ist es etwas anders, weil der fotografische Prozess auch im weitesten Sinne auskommen kann ohne die Welt drumherum, sondern es wird über den chemischen Prozess etwas Eigenes, Direktbelichtung oder anderes entstehen. Dazu gehört im weitesten Sinne auch die Fotografie mit Lochkameras. Natürlich, als wir jetzt gesprochen haben, habe ich gedacht, ach ja, dann finde ich ja Herrn Neumann auch in dem Buch von Herrn Jäger, da war er aber gar nicht. Das heißt, es gibt zwar einen Neumann, aber dieser Neumann nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe auch, glaube ich, einen Grund gefunden, der für Sie höchstwahrscheinlich uninteressant ist. Für mich war
dass Herr Jäger auch einen anderen wichtigen Menschen vergessen hat oder gesehen hat. Und somit ist Herr Neumann in guter Gesellschaft. Und zwar war das der schwedische Schriftsteller August Strindberg, den man gar nicht in dem Fall kannte. Strindberg hat Ende des 19. Jahrhunderts sich auch mit dem Versuch beschäftigt, die Welt direkt ohne einen Apparat abzubilden. Er hat zum Beispiel Fotopapier in Flüsse oder Bäche gelegt und hat auch auf einem Berg Fotopapier ausgelegt, um die Bewegung der Himmelskörper dann abzubilden. Und das hat er Celestographie genannt. Das fand ich spannend, weil da gibt es Verbindungen. Das vielleicht zur Historie. Jetzt noch ein Punkt, der zu dieser Situation passt, dass nach über 40 Jahren diese Bilder nochmal zu sehen sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem nochmal zu sehen. Mittlerweile, das wissen Sie alle, hat sich in der Fotografie viel verändert und extrem viele Menschen machen nicht mehr mit einem Fotoapparat Bilder, sondern mit dem Telefon. Und eine sehr bekannte Form der Fotografie ist das sogenannte Selfie. Das heißt, die Person fotografiert sich selbst mit Bekannten oder Freunden oder auch mit Prominenten, vorzugsweise vielleicht der Bundespräsident oder Spieler von Borussia Dortmund. Und das wird dann abgebildet. Wenn Sie sich diese Fotos anschauen, dann stellen Sie etwas ganz sofort fest, etwas ganz Leichtes, sehen aber gleich aus. Das liegt daran, dass der Apparat auch durch den Selfie-Stick, den es jetzt gibt, in einem gewissen Abstand immer zur Person, die fotografiert wird, gehalten wird. Und dann kommen diese Bilder, die Sie im Internet zu Tausenden anschauen können. Und man könnte eigentlich über eine leichte Funktion in der digitalen Bearbeitung nur die Bilder austauschen. Man gibt Vorlagen mit Donald Trump zum Beispiel oder mit wem auch immer und Sie würden einfach nur Köpfe einpflichten. So. Noch jetzt ein Satz zum Digitalen. Diese Bilder haben so lange überschritten auf den Träger eines Papiers. Natürlich hat man sie richtig behandelt. Das wird mit dem Digitalen nicht klappen. Und zwar aus mehreren Gründen nicht. Dazu muss ich hier drauf drücken, weil da sind einige Zahlen. Und zwar gibt es unglaublich viele Statistiken, die zum Beispiel sagen, dass 92% der Benutzer mit ihrem Mobiltelefon im Alltag Momente festhalten. 71% machen das auch bei Familienfeiern und Jubiläen oder 70% beim Ausgehen mit Freunden auf Veranstaltungen. Die Statistik lässt sich ausführen, das lasse ich, jetzt kommt der wichtige Punkt. Pro Jahr, sagt die Quelle Fundbüro 2017, pro Jahr werden 4 Millionen Handys gestohlen oder verloren. 4 Millionen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir das koppeln können mit einer zweiten Statistik, der Bitkom, das ist ein Interessenverband der digitalen Industrie, dass 73% dieser Geräte auch verloren bleiben, dann haben wir eine interessante Statistik. Nehmen wir mal an, dass auf jedem verloren gegangenen Handy oder auf jedem Handy rund 100 Bilder gespeichert sind. Die meisten Leute speichern die Bilder auch auf dem Mobiltelefon und nicht auf irgendeinem Gerät. Nehmen wir mal die an und sagen, da sind 100 Stück drauf. Wenn 73% davon verloren gehen, bedeutet das, dass 3 Millionen Bilder verschwunden sind. Und zwar sofort. Das finde ich ist eine tolle Zahl. Stellen Sie sich vor, 14 sind hier von 40 Jahren. Und so gehen 3 Millionen Stück weg. Das ist beeindruckend, wenn man sich das vorstellt und auch, glaube ich, seltsam, weil dadurch Dinge, die man früher tun konnte, mittlerweile durch einen anderen Selektionsprozess gar nicht mehr möglich sind. Nämlich die Geschichte zum Beispiel von Familien, die Geschichte von was auch immer anhand von Fotos zu bewerten und daraus Analysen zu ziehen, was denn da geschehen ist. Die sind weg. Hier sind Sie da und Sie können sie angucken. Viel Vergnügen. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Worte. Ich lade Sie jetzt zu einer anderen Kunst ein, nämlich der Kunst des Kochens, die ich nicht selber mache, sondern die Familie Rodriguez.
fühlen Sie, fühlen euch eingeladen, etwas zu essen, nach Abweichen von der Ankündigung à la carte sozusagen. Und italienische Küche. Und bedanke mich nochmal für euer Kommen. Und wir werden während des Essens jetzt in der Fortfolge noch ein paar von den anderen Bildern zeigen, nur im lockeren Ablauf. Wenn jemand das näher anschauen könnte, kann er ein bisschen näher kommen. Und lassen das jetzt so in den inoffiziellen, gemütlichen Teil. Danke nochmal für euer Kommen, für Ihr Kommen und viel Vergnügen. Danke.
Fragestellung: Gibt es eine Vermögensanlage, die so einfach ist, dass sie auf einem Bierdeckel zu erklären ist? Das ist Max. Max möchte gerne in Wechselkoffer investieren. Max weiß, dass Wechselkoffer containerähnliche Transportboxen sind, die hauptsächlich in Deutschland produziert, vermietet und in der Paketbranche eingesetzt werden. Für Max ist es wichtig, dass die Wechselkoffer bereits vermietet sind, sodass er ab dem ersten Monat Mieteinnahmen generiert. Max kauft bereits vermietete Wechselkoffer von Solvium zu einem Kaufpreis von 6.825 Euro je Wechselkoffer. Max erhält in der kurzen Laufzeit von nur 5 Jahren eine hohe Miete von 13,90% pro Jahr, die ihm monatlich ausgezahlt wird. Diese Mietzahlungen bestehen aus vorzeitiger Kapitalrückzahlung und Rendite. Am Ende der Laufzeit von nur 5 Jahren kauft Solvium die Wechselkoffer zum Festpreis von 3.175 Euro zurück, was ca. 50% des Kaufpreises entspricht. Insgesamt erzielt Max so eine IRR-Rendite von 4,29% pro Jahr. Zudem hat Max ein Sonderkündigungsrecht nach 36 Mietmonaten und die Chance auf eine höhere Rendite durch eine Rabattmöglichkeit. Das, was Max hier erleben durfte und Sie gerade kennengelernt haben, nennen wir Wechselkoffer Euro Select 4. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Nutzen Sie die Gelegenheit und fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich Informationen und Ihr individuelles Angebot an. Wir freuen uns auf Sie!